Ich lass es jetzt laufen. Mach das, lass es läuft. Laufen. Ich lass es laufen. Läuft bei dir. Lass alles raus. Hallo Leute und herzlich willkommen zur 83. Folge Let's Play on Blockland. Mit Felix. Hallo. Felix. Ja, komm erstmal mit runter. Wir rüsten nicht erstmal aus. Mal wieder. Geh mal wieder. Der macht doch zum ersten Mal mit. Das Haus kenne ich ja schon. Stalker. Na naja, egal. Es geht nur darum, dass wir mal wieder jemand ausrüsten. Wenn du hier auf zugreifen kannst, nimm dir mal ein bisschen was raus. Schwertrüstung. Ja. Kannst du alles nehmen? Ja, natürlich nicht alles, sondern nur das, was du brauchst. Ja genau, Leto, ich hab eine Aufgabe für dich. Jo. Sortier einfach mal ein paar Kisten um. Ist das nicht eine tolle Aufgabe? Moment mal, was mir auch gerade einfällt. Ich glaube, das Hähnchen ist inzwischen fertig. Jo, jetzt haben wir mehrere Stacks Hähnchen. Irgendwas zu essen bekommst du auch noch, Felix. Ich bin doch Vegetarier. Das ist so teuer hier. Ja, Armin. Ich meine diese Vegetarier, ey. Welche drei Items soll einsortieren, Armin? Na, wir können das Sortiersystem weiterbauen. Leto kann das ja machen. Ja, ich meine mal, welche drei Items sollen wir jetzt schon mal einsortieren? Ach so. Wir können ja schon drei. Nicht. Ich dachte, das haben wir verstanden. Weizen oder so. Dann brauche ich irgendwie Weizen. Okay. Weizen, ich habe einen Weizen. Wie viel brauchst du? Ich brauche einen. Also 18 brauche ich. Ich habe Werkzeuge. Ich brauche 18 Weizen. Axt, Schaufel, Spitzhacke. Wieso 18? Okay, kannst du mir helfen mal irgendwas hier zu weit. Weil es so ist, Leto. Ja, aber wieso 18? Oder so hoch? Frag nicht ist so. Bitte? Soll das 3 hoch sein? Keine Ahnung, 4. Ja, das beantwortet aber immer noch nicht meine Frage. Frag einfach nicht. Hm. Ich will aber fragen. Was möchtest du denn fragen, Leto? Ja, warum das 18 sein müssen? Warum nicht 16? Ja, hat irgendwas mit dem Comparator zu tun. Lass uns einfach ganz kurz rausnehmen wegen der Stärke und alles drin. Guck mal, wenn... okay. Warum hat Marco so, das nicht jetzt, wenn jetzt noch ein Item... Also, 18 Items müssen drin bleiben. Wenn jetzt noch ein Item dazukommt, dann wird das abgepumpt, so gesehen. Das heißt, wenn jetzt da irgendwie... Und wenn er eins abpumpt, ist das die Knall zu schwach, dass es wieder aufhört. Ja, genau. Und wenn da jetzt ein Stack drin ist, dann pumpt er das bis 18 runter. Das heißt, wenn du jetzt oben in die Kiste gehst und da was reinschmeißt, oder in den Dispenser direkt, da sollten wir eigentlich einen Job hinmachen. Guck, du siehst direkt... Was sollen wir noch sortieren können? Ja, wir können bis jetzt drei Sachen. Eine haben wir jetzt schon zugewiesen. Weizensamen. Vielleicht Moorrüben oder sowas. Dann brauche ich wieder... Weizen und Samen wäre, glaube ich, das Wichtigste jetzt mal. Boah, dieses Geräusch ist so eklig. Ja. Welches Geräusch? Leto. Hast du Angst? Nein, ich meinte jetzt nicht das Geräusch, Leto, sondern das Geräusch immer... Wenn die diesen, ich glaube Hive oder Hai oder keine Ahnung, irgendwie so ähnlich heißt er. Dieses diese ganz gruselige Geräusch. Sicher. Was hab ich bei mir aus? Oh, das ist hast du Angst? Ja, ich krieg für die ganze Zeit, ey. Ich zuck mich hier direkt. Aber das sind so wie weit müssen wir noch einarbeiten? Keine Ahnung. Das sind nur 17 gewesen. Mach auf. Ach. Okay, das funktioniert jetzt auch. Okay. Nur dass die bis jetzt einfach nur in den Trichtern ankommen. Ich habe gerade aussehen Leder noch eingetan. Das fließt einfach nur durch. Das kommt bis jetzt an diesen drei Trichtern einfach nur hin. Ich glaube, dass wenn du irgendwas einschmeißt, was nicht sortiert ist, dann fließt es einfach bis hinten durch. Naja, in dem Fall ist das Leder jetzt im letzten Trichter gelandet, weil da ja nichts sortiert war.
Achso. Ich hab's auch gesagt, jetzt schon. So, was noch? Jetzt haben wir Weizen und Samen. Eier, würde ich mal sagen. Unnötig, die kommen so automatisch hier runter. Dafür braucht man nicht nur ein Sortiersystem. Ich höre Baby-Zombies, lol. Ich glaube, ich gehe gleich mal ein bisschen. Die scheiß Babys sind echt scheiße. Die scheiß Babys sind echt scheiße. Ja, die sind scheiße. Kreativer Satz. Lass Armin, er macht das immer so. Ich meine nur kreativer Satz und so. Du hast eine Menge Fantasie. Leck. Vielleicht. Guck mal, so ungefähr sieht das dann aus, Leto, komm her. Moment, ich sortiere gerade noch einige Sachen weg. Das sortiert automatisch. Mob Drops. Aber ich muss sagen, das sieht wunderschön aus. Fäden. Soll ich so einen Palast hier reinbauen? Mist. Groß genug? Ja, fehlt noch diese epische Musik. Aber soll ich gebratenes Hühnchen reintun? Wir gönnen hier ein bisschen Kabel. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie mal die Trichter mit irgendwas verbinden. Warte, ich tue das jetzt mal oben rein, dann bleibt mal da vorne so stehen und guck mal, wie das dann ungefähr aussehen würde. Ich pack das jetzt einfach mal da so rein. Die Eierkiste ist komplett voll. Ich nehme mal ein paar Sachen raus und gehe mal in einen Eierstall. Ja, wow, Alter, wenn ich das... Ja. Das hat sich noch nicht bis dahin zurückgestockt. Ich habe schon ziemlich viel rausgenommen. Ich bin mal kurz oben. Haust ein paar Eier gegen die Wand. Mhm. Armin, ist das so gut? Ja. Warum sind die eigentlich bei mir alle weiß? Sind Hühner nicht weiß? Der Fuck, das sieht so aus, als ob du die Eier runterschmeißt. Normalerweise sind Hühner weiß oder braun. Aber bei mir sehe ich nur weiße. Das sind nur weiße. Alter, bringst du die Viecher um? Nein, ich schieße die ja nur mit Eiern ab. Nett. Ja, ich schieße die mit dem ab, was sie selber von sich geben. Haben wir noch eine Idee für ein Item? Cobblestone. Ja, Kabel. Hm. Das wollte ich nämlich eigentlich. Shit. Okay, Kabel. Ich hole mir eine neue Spitzhacke. Jo. Alter, echt jetzt? Macht er einfach so einen Repeater kaputt. Ja, das kann ich auf Gravel geholt werden. Ja, klar. Okay. Warte, ey, das sieht eigentlich total lustig aus, wenn das arbeitet. Ja, komm, weißt du, was ich meine? Guck mal, Felix. Oh, was? Aua. Ich guck mal jetzt einfach mal auf die drei Redstone-Blöcke. Das leckt gerade ein bisschen. Ja. Das sieht nicht an den Hühnern. Sieht wunderschön aus. Vorüberjumpt. Jetzt, wo ich von den Hühnern wieder weggegangen bin, ich muss sagen, es leckt nicht mehr so doll wie vorhin. Boah, Junge, wie viel hast du reingetan, Marc? Ich viel. Warum? Der Gerät, der von mir. Leck's raus. Komisch. Ja, ich nehme ja raus. Armin, sollen die Wände auch auskoppeln? Ja. Ja, eigentlich nicht unbedingt, aber es sieht schöner aus. Ich bin halt so ein... Ja.
Koppeltyp. Ja. Moment mal ganz kurz. Nein, ich bin halt ziemlich pingelig, was Design angeht. Das muss alles im Schuss sein. Der wichtigste Fact über Armin. Ja. Also wenn ich durch nicht laufe, der wichtigste, ne? Aber ein großer. Wenn ich da so eine Ampel sehe, die einfach nur extrem hässlich ist, dann kann ich mich schon aufregen. Okay, das war's echt ein bisschen. Du regst dich über eine Ampel auf. Nein, das war nur ein Beispiel. Okay. Wie empfindlich ich sein kann, was das Eingang geht. Ich reg mich jetzt natürlich nicht über eine Ampel auf in der Stadt. Auch ein bisschen bekloppt. Ich stelle mir jetzt gerade bildlich vor. Ampel. Da bin ich wieder. Du warst weg. Da kommt sie. Ja. Irgendwie langsam voll. Meins komplett voll mit Eiern. Kabel. Und die Kabelkiste wieder voll. Alles weg, Spaß. Oh, ich hab noch die Gräber. Alter, was geht wieder bei den Hühnern ab? Ich schmeiß ein paar Eier. Mist. Das war nicht sehr intelligent. Was macht ihr in Ferien so? In welchen Ferien jetzt? Osterferien oder? Herbst. Ach, Oster, ja, meine ich ja. Aha. Herbst, dafür habe ich noch nichts geplant. Ich sogar schon, aber was macht ihr denn in Osterferien? Ich habe Märzferien. Wann machst du denn, was machst du denn in den Märzferien, Felix? Zu Hause bleiben. Hier dranhängen. An dem Laptop. Schrägstrich PC. Hä? Hier kann gerade ein Ei durchgeschossen, ohne Scheiß. Ja, es hat gerade ziemlich stark geleckt. Alle Hühnchen sind stehen geblieben. Ich habe das eben schon gesehen. Das ist voll lustig, wenn da so ein Ei durch die Decke kommt. Geil. Ich schmeiß immer Eier durch die Decke. Ja. Die Dinger sind so hart, die fliegen durch die Decke. Meine auch. Der Spaß. Alter. Sind fast so hart wie Nokia-Eier oder was? Alter. Nokia-Eier. Also wie Nokia-Handys. Nokia-Handys. Ich schau von Nokia Handys in Minecraft. Ganze Bedrocks zerstören. Gibt es so eine Mod? Also iPhone irgendwie mit Glas und so ein Apfel mittendrin und so einen Knopf noch. Und ja. Nokia Bedrock drum und glaube ich ein Glas in der Mitte. Oder ein Knopf. Knopf. Hat jemand was dagegen, wenn ich mal ganz ein paar Hühnchen abschlachte, damit das nicht ganz so doll leckt? Ja, bitte. Juhu! Ja, wir könnten eigentlich auch eine Pause machen mit den Hühnern, also wir brauchen nicht so viel. Das ist zu Baby, wie der bringt. Ja, ah, Mann. Wuhu! Ey, Mark, ich wollte das machen. Schlachtet sie alle ab. Warte, du musst auch noch her. Ja. Komm, mach mit. Aua! Boah, Alter. Reaktion mit dem Aua. Ey. Ich glaube, wir müssen gleich ein bisschen das separieren. Ja, irgendjemand zerstört hier gerade Teppich. Nicht gedrückt halten, schlagen. Durch. Ja, tue ich die auch die ganze Zeit. Töte jetzt alle. Die Teppich gehen aber voll krass schnell. Nein. Lass eins leben. Okay, komm, lass eins leben. Oh, alle sind tot. Zu spät. Und wie kommen wir jetzt wieder raus? Ich habe drei Teppiche das aufgenommen. Ich bin draußen. Tschüss. Ich bin wieder unten. Meint er. Armin, ja, ich bin mit dem fertig. Also die Chickens kommen hier schon an. Was könntest du hier sagen? Beschäftige mich. Wie du es gesagt hast.
Kisten, Alter. Was denkst du denn, Armin? Das ist Stunde. Ach nichts, woran sollte ich denken? Komm, ich so, Teppich ist wieder da. Ups. Okay. Wir haben ja nicht so viel. Nein. Haben wir schon Erde in unserem Tiersystem? Oh ja, ja, das ist ziemlich nervig. Ups. Ich brauche wieder ein bisschen Platz, sonst kann ich nichts bauen. Am besten so. Warte. Der Fluss muss ja dann von hier irgendwie weitergehen. Der Fluss. Aber das ist unser Keller, ne? Ja, welchen Fluss siehst du denn dann noch? Das ist nur dieser eine. Ja! Vielleicht redet ihr von einem überirdischen Fluss. Oh, ein Fluss, wir wollten mal einen Fluss bauen am Teich. Siehst du, ja, genau, so ein Wasserfall, ne? Mann. Mensch, Felix, du bist echt genial. Ja, Mann. Wer hat jetzt in der Folge nicht drauf gekommen? Oder warte. Oder sollen wir das in die andere Richtung bauen? Ich glaube, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Aber, guck mal, Marc. Ich brauche noch kurz Zucker ab. Was, wenn du hier zum Beispiel einen abbaust und dann den so S-förmig runterfahren lässt? Verstehst du, wie ich meine? Nee, ich wollte gerade einen anderen Fluss bauen, warte. So. Nee, nee. So ein Bach halt. Ach so. Dass es smooth hier runter geht und dann machen wir es noch ein bisschen grüner hier. Das sieht ein bisschen leer aus. Smooth. Ja, ich suche mal die Knochenkiste und die. Ich wollte gerade Samenkiste sagen. Ja, wir haben jetzt 1,5 Stacks Zucker. Meint er. Ach genau, kannst du mir mal das Gästezimmer zeigen? Gästehaus. Das ist ein Gästehaus, das ist da hinten. Das ist das kleine Häuschen da hinten. Ja, das ist okay. Fünf Sterne Hotel und so. Oh mal Erde. Lololo. Alter, ich weiß. Lololo. Voll nicht cool. Alter, hör mal auf. Ich mag diese Schaufel. Ich bin ein bisschen. Jo, wie viel ist hier unten los? Au. Armin, soll ich das Sortiersystem nochmal abreißen in die andere Richtung bauen? Ich glaube, da haben wir ein bisschen Platz. Ey, was machen die Hexen da unten? Alter, diese verwickten Hexen hier. Haha. Alter, die vergiften mich hier. Was die ficken? Kleines Problem. Vergiften. Achso. Alter, was verstehst du denn? Das da. Was ich eben gesagt habe. Hast du noch Fackeln dabei, Armin? Dann könnte ich das hier unten mal ausleuchten, dann spawnt hier nix. Ja. Oder waren sie? Nimm die aus meinem Inventar. Alter. Achso, okay, ich wollte kurz. Alter. So, hab alles, was ich brauche. Run by run. Wo bist du? Da bist du. Okay. Ich versuch grad einen Bach zu Dings. Ich sag dazu jetzt nichts, ne? Sprache. Wozu willst du jetzt nichts sagen? Dass wir gespart haben. Ja. Gespart? Armin, was meinst du? Sparen. Hier noch so unten. Alter. Ja, vielleicht. Irgendwie dann so und dann. Ja, so schräg einfach, genau. Dann pflanze ich hier schon mal die Setzlinge. Vielleicht machst du noch so eine schöne utopische Brücke rüber. So aus Holz. Utopisch? Ja. Tropisch, nicht utopisch. Tropisch. Ah. Ich lass es jetzt laufen. Mach das, lass es laufen. Läuft. Ich lass es laufen. Läuft bei dir. Lass alles raus. Scheiße, bin ich weit gekommen. Ey Armin, aber Hallo. Wenn ich das in die andere Richtung baue, kommen wir leicht mit dem Eiertransportsystem in die Quere. Passt schon. Ich lasse dir die ganzen Bäume an. Was soll ich? Mach sie nicht weg. Ich brauch Eimer. Boah, mach sie doch nicht weg. Ich hab Eimer, Armin. Ja, du bist hier, toll. Ja, gib mal.
Er hat die alle kaputt gemacht. Die Arme. Ey, du nicht aus der Mitte durchhauen. Ups. Oh, war denn dann hingeschissen? Dewey. Alter, okay. Was anderes hier? Hast du etwa einen AMD? Nicht mehr an. Ja, er hat einen AMD. Nein, der Felix. Nein, der Baumherr wollte einfach nicht wachsen. Der ist zum Glück nicht. So. Ich mach das hier mal ein bisschen grün. Gib mir einfach die Eimer. Soll ich auch den Boden mit Dings machen oder also mit Wort vergessen? Knochen. Noch irgendwo Strömungen. Den Boden nicht mit Knochen. Einfach die Eimer. Ja, Moment. Ich glaube, ihr versteht sowas nicht. Ja, da warte Flussströmung abwärts. Oh. Nein! Ich wollte Schwert, ich wollte nur ein Eimer. Hier ist noch einer da. Mal so eine kurze Frage, habt ihr noch sonst irgendwie wo noch mehr? Eigentlich sehr viel. Ich ein paar Skelette. Ich glaube, ich bin gerade zu inkompetent, das zu finden. Okay. Ich habe mich noch kein gut sein. Oder wir haben wirklich wenig Knochen. Ey. Nicht noch mehr. Die Kuh ist wieder draußen. Alter, die Scheiße. Wer lässt denn die Tür mal offen stehen? Das sind Setzlinge. Wo ist die Kuh denn jetzt? Sieht das gut aus? Ey, wo ist denn die Kuh? Weiß ich nicht. Nee, die ist da drinne. Ja, sie ist nach oben gegangen, das meinte ich. What the fuck? Scheiße. Wo kam der denn her? Von rechts. Ich finde wirklich kein Knochen mehr. Hm. Kann es sein, dass ich an der falschen Stelle suche? Ja. Wo suchst du denn? Einmal da, wo ich meine Rüstung her habe, in dem Lager und jetzt einmal in dem anderen. Aber in dem anderen waren 18 Knochen in so einer Kiste. Ich glaube, da haben wir wirklich nicht mehr. Leider. Tut ein paar Skelette, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Wollen wir es eigentlich bauen? So irgendwie in die Richtung, ne? Es ist Tag, ich kann keine Skelette töten. Geh in eine Höhle. Ich hab wieder den Türen Bug und die Kuh kommt gleich raus. Ups, es ist auf einmal Nacht geworden. Wie ist das passiert? Kann mir mal jemand helfen? Ich hab den Türen Bug. Und ich will nicht, dass die Kuh rauskommt. Okay. Ich glaube, die passt da gar nicht durch. Doch, oh. Das schafft sie. Ey, komm zu mir, da ist ein Skelett. Du schießt gerade auf mich. Ich sehe dich nicht. Ich hab Dorn auf meiner Rüstung drauf. Das Skelett hat sich gerade selber wehgetan. Kann ich nicht hören, es ist zu dunkel. Fahrradfahren ist auch eine schöne Gegend. Fahrradfahren? Gegend? Ja, das ist ja das Problem. Ein Witz, Leto. Das ist ein unnötiger Witz. Jetzt musst du lachen. Mhm. Lachen. Das ist ja noch lustiger. Guck, mag mal. Jetzt ist es schon mal Nacht, jetzt finde ich aber nur Sprint. So lustig. Ein Creeper. Ein böser, zweitböse Creeper. Ach, stirb, Felix, stirb. Spaß. Oh ja. Lol. Er hat's ihm gegeben. Das explodiert da hinten richtig. So richtig hart? Ja. Aber irgendwie ist nichts kaputt gegangen. Ganz zufällig. Du wolltest doch keine perversen Anspielungen mehr machen. Aber es ist hart. Sehr hart. Ja. Es wird auch hart, auf irgendeine Weise. Wir müssen diese harte Folge leider beenden. Wieso? Harte Folge? Ja, war die so hart. So. Ja. Meinst du? Ja, meine ich. Okay, bin ich mit einverstanden. So viel. Wer hätte ich denn darum gebeten? Damit meine ich mal. Ja, wer hat dich gefragt? Ich dir jetzt nicht Spaß.
dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist, Let's Play on Logland. Kommt ihr rein. Ciao.